Die beiden technischen Produktdesigner Azubis Manuela Sartison und Patrick W. bei der Arbeit. Sie sind Teil des Sleep Arrays und mitverantwortlich für die Konstruktion von Bausätzen für Seifenkisten. Das Sleep Arrays ist ein Projekt der Liebherr-Gesellschaften in Kempten, Lindau und Lindenberg. Dabei sollen insgesamt 27 Schülerteams aus dem Umland die Gefährte zusammenbauen und individuell verbessern. Am Renntag im Juli werden dann Sieger unter anderem in den Bereichen Rennzeit oder auch Qualität ermittelt. Bauteile und Hilfe beim Zusammenbau werden von Liebherr gestellt. Trotz des Aufwands und der Kosten können von solch einem Projekt alle Seiten profitieren. Wir von Liebherr haben davon, dass wir in den intensiveren Kontakt zu den Schulen treten, dass wir auch unser Kerngeschäft näher bringen, dass wir einfach die Technik wieder näher bringen und den Leuten zeigen, dass man wahnsinnig viel Erfolg in technischen Berufen haben kann. Wir wollen den Kontakt zu den Lehrern aufbauen. Und die Auszubildenden haben auch davon, dass sie ihr Wissen, was sie jetzt schon erlangt haben, an Schüler weitergeben können. Wiederum die Schulen den Vorteil haben, dass sie mit einem starken Partner an der Seite auch projekthaft bezogenen Unterricht durchführen können, Mathematik, Physik stärken und auch zeigen, dass es Sinn, was man in der Schule lernt, dass das auch eben in der Praxis angewendet wird. Dass die Schüler mit Spaß diese Aufgabe wahrnehmen, zeigt sich schon bei der Übergabe des Bausatzes in der Realschule an der Salzstraße in Kempten. Was genau da passiert ist, zeigen wir Ihnen in unserem nächsten Beitrag.